Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4. Baby-Alarm. Zumindest schaut es so aus, als ob diese Frau im Vordergrund gerade dabei wäre, in den Wehen zu sein. Denn ihr Bauch ist gerundet und sie macht einen sehr ungestrengten Gesichtsausdruck. Eigentlich liegt unser Fokus aber auf Grover. Denn ich weiß nicht warum, aber ich habe den Haushalt geladen und Grover hatte eigentlich so ziemlich alles, was man als kranker Hund haben kann. Was machst du jetzt? Oder willst Grover trösten? Ja, Grover, also wir warten gerade noch auf den Tierarzt. Denn unsere liebe Liberty hat schon Grover angemeldet. Und wow, hier sind nur kranke Tiere unterwegs. Jasper und Liberty sind gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und eigentlich ziemlich müde und gestresst. Aber jetzt müssen sie sich erstmal darum kümmern, dass es Grover wieder gut geht. So, wo ist er denn? Bekommst du jetzt dann schon Aufmerksamkeit von der Tierärztin oder nicht? Okay, und Liberty benutzt gerade die Toilette. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, also in dieser Tierarztpraxis man hier irgendwo in ein Behandlungszimmer reingehen muss, damit man Pipi machen kann. Aber gut, ist auch in Ordnung. Und Grover ist hier draußen. Und ich habe ihn, bevor ich zur Arbeit bin, nochmal gebadet, weil da war er auch so dreckig. Aber irgendwie scheint das teilweise ein Problem von seiner Krankheit hier zu sein. Oh, aber die Tierärztin ist schon da und kümmert sich jetzt hoffentlich gut um ihn, oder? Hallo? Außerdem, wie lange brauchst du auf der Toilette, Liberty? Bist du hier festgefahren? Nein. Aber das Tierarztwarten ist zumindest auch vorbei. Da kann Jasper, der hat ja oben im Badezimmer jetzt was gelesen, der könnte dann mit in das jeweilige Behandlungszimmer gehen. Gut, das ist das rosarote. Dann setz dich mal hier hin. Und Liberty kann sich dann im Endeffekt direkt daneben hinsetzen. Und gut, Liberty schafft es nicht mehr. Wir wollen die teure Behandlung haben. Aber was ist jetzt mit dir los? Bist du hier irgendwie auf der Toilette gefangen? Denn wirklich Pipi machen tust du ja auch nicht. So, und nochmal. Ja, jetzt geht's. Ach, nicht, dass du eine Blasenentzündung bekommst. So. Grover geht's jetzt aber wieder gut, oder? Ja, er ist nur dreckig, immer noch. Aber das werden wir dann zu Hause in Arbeit nehmen. Ja, da ist der Tag schon fast vorbei, denn ich muss sagen, es dauert oft wirklich lange, bis man bei so einer Tierarztpraxis tatsächlich drankommt. Dann wechseln wir mal zurück. Ich will immer auf diese Magnolia-Promenade, heißt das, glaube ich, klicken. Und ja, das ist natürlich nicht das richtige Grundstück. So, und wir möchten mit unserem Haushalt reisen. Okay. Komisch. Und dann geht's ab nach Hause. Und zu Hause hätte ich gedacht, dass wir dann mal ein schönes Abendessen zubereiten. Und der Part, der nicht kocht, geht mal Grover baden, denn der ist ziemlich am Stinken leider. Aber ich hoffe, dass er jetzt aber nicht direkt wieder krank wird, denn ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses dreckige Fell da vielleicht irgendwie auch eine Auswirkung von der Krankheit war. So, ja, eigentlich ist es ziemlich egal, wer was macht. Dann geh Liberty, geh du mal Grover baden. Und Jasper, geh was kochen. Mit dir dann noch gemeinsam. Okay. Da ist grausiges etwas. Okay, das verdorbene Essen aussortieren. Und danach könntest du ein Abendessen servieren. Und zwar ein Brathähnchen für zwei Leute. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wie wär's mit einem Thunfischauflauf? Ich verstehe übrigens nicht, warum er nicht einfach hier hingeht. Oder hierhin zur Spüle, warum er die nicht in Betrieb nehmen kann. Da muss ich dann auch mal schauen, ob da vielleicht irgendwo ein Fehler vorliegt. Oder wenn ich, was passiert, wenn ich die verschiebe, die Spüle. Also wenn ich die hier hinpacke, dass dann Wasser klappt.
Muss man manchmal so ein bisschen hin und her testen, bis man da vielleicht auf einen grünen Zweig kommt. Klappt das hier bei euch oben? Ja, Groverwitz ist sauber. Und dann stinkt der Kleine nicht mehr. 60 Simoleons kostet ein Thunfischauflauf. Interessant, das ist aber nicht so günstig. Dann könntest du dich vielleicht um die Wäsche kümmern. Oder hängt noch Wäsche draußen? Nein. Gut, dann könntest du zuerst die Taschen durchsuchen, wie man das immer macht, und dann Wäsche in die Waschmaschine stecken. Oh, und ihr kommt erst um 21 Uhr zum Essen. Das ist ja mal eine schöne Bescherung. So. Dann iss mal. Und... So. Na, essen nicht. Die Wäsche brauchst du nicht essen. Aber hier. Das könntest du machen. Und Jasper, wie weit bist du mit dem Kochen? Achso, das ist ins Backrohr geschoben. Dann kannst du mal hier hinkommen. Und diese Schüssel hier leeren und dann füllen wir die wieder an. Denn Grover konnte aus der Schüssel irgendwie nicht fressen. Ich weiß nicht, was das Problem war. Aber wir bekommen mit immerhin 10 Simoleons dafür. So, dann rufst du Grover zum Fressen. Und Jasper kann ja dann nicht schlafen gehen, sondern dich zum Essen rufen. Das wäre nämlich dann nett. Und ich finde es auch schön, dass Jasper es endlich mal auf die Reihe gebracht hat, das Essen hier schön hinzustellen. Und dann könnt ihr so gemeinsam in eurer hübschen, gemütlichen Küche frühstücken. Was rede ich denn heute? Natürlich Abendessen. Und könnt dann auch ein bisschen plaudern. Ich finde es faszinierend, wie extrem definiert Jaspers Figur ist. Also so ein breiter Oberkörper und dann so eine ganz schmale Hüfte, also ganz schmal um die Hüften. Das ist schon hohoho. Da hat sich Liberty was Gutes ausgesucht. Ich habe auch angefangen, ein paar... Wobei, ich glaube, ich habe es letzte Folge schon gesagt, zumindest wo wir das letzte Mal hier waren, ein paar Sachen platziert, die so irgendwie in deren Inventar rumgehangen sind. Einfach damit man da so ein bisschen mehr Deko-Objekte hat. Jasper, wenn du schon fertig bist mit Essen, könntest du das hier weglegen. Damit du das in den Kühlschrank stellst. Dann vielleicht Grover nochmal bitten, sein Geschäft zu erledigen, weil ich weiß nicht, ob der schon fertig... hochspringen? Hä? Seit wann kann Grover auf Theken springen? Das ist dann aber ein besonders begabter Hund. Und dann bitten... Ach so, das ist ja die Mod, die ich runtergeladen habe. Ah, ich muss ehrlich sagen, ich wiederhole mich. So, aber dann könntest du ihn dann bitten, sein Geschäft zu erledigen, denn ich glaube, du bist zu müde, um noch mit ihm Gassi zu gehen. Und danach könntest du ja Liberty zu einem kleinen Techtelmechtel überreden. Und dann könnt ihr beide ja schlafen. Es ist dann ja auch schon, ja, bis ihr mit dem Techtelmechtel fertig seid, wahrscheinlich 1 Uhr morgens. So, mit Begeisterung hoch. Und wo ist der Hund? Oh, da ist hier draußen. Aber jetzt bist du wieder weniger dreckig. Jetzt bist du wieder ein sauberes Hündchen. Trinkst du jetzt dein eigenes Pipi? Oh, okay, gut. Aber das sieht keiner von ihnen, also können sie auch nicht wirklich wen belehren. Und während Jasper und Liberty ihren Spaß haben, können wir schon mal das schöne Kinderzimmer bewundern. Ich bin immer noch so happy. Dass Amy mir das Haus gebaut hat. Das ist wirklich hübsch. Ich mag das sehr. Und mittlerweile schlafen auch endlich alle. Ich find's lustig, dass Grover mittlerweile so richtig, richtig gerne auf der Couch schläft. Ich meine, dafür ist es ja auch sehr, sehr bequem. Das muss man dazu sagen. Und ja, ich mag auch deren Wohnzimmer allgemein gerne. Wobei das hier ist, glaube ich, mein Lieblingsbereich. Oh, und Jasper hat so ziemlich mit allem Probleme. Renn schnell mal hier auf die Toilette und... musst du heute arbeiten oder könntest du dein Schaumbad nehmen? Nein, du musst heute nicht arbeiten. Dann kannst du dir ein schönes, langes, entspannendes Schaumbad gönnen, nachdem ihr gestern so viel herumgehetzt seid. Und ich meine, du könntest ja deinen obligatorischen Schwangerschaftstest machen. Ich meine, ja, gut. Ich vermute, sie versuchen es jetzt nicht mehr so extrem intensiv, aber wir beobachten natürlich trotzdem.
mit Begeisterung, wobei, ich weiß nicht, ich habe die Vermutung, dass es wieder nicht klappen wird. Und... Wow! Jaha! Oh, wir haben Essen für zwei! Wir haben Essen für zwei! Wir essen für zwei! Oh Gott, das habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt. Aber... Ja, Jasper, dein Schaumbad muss unterbrochen werden, denn... Wow. Dein Thunfischsalat von gestern hat aber ziemlich aufgetragen. Oh, ich finde das süß. Über neueste Spiele reden. Ja, vielleicht jetzt nicht. Wobei, nein. Okay, Jasper geht direkt wieder weitermachen, wo er aufgehört hat, denn er stinkt. Aber, wir haben ein... Nein, wir haben kein Baby noch, aber das wird noch. Oh, wir haben ein Baby im Werden. Oh, ist das süß. Okay, ich bin super aufgeregt. Ich meine, wenn man sich jetzt ansieht, wie groß das Kügelchen hier ist, könnte man ja glauben, dass sie vielleicht schon länger schwanger ist. Und ihr habt mir gerade gesehen, zweites Trimester in 4 Tagen. Also ich habe die Schwangerschaft ein bisschen verlängert für unser Let's Play hier. Damit man einfach so ein bisschen Realismus dahinter hat. Also ich würde das ganz nett finden. Wir essen für zwei. Ich finde das gerade so toll. Was müssten wir denn hier theoretisch machen? Logikfähigkeit weiter aufbauen. Na gut. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal Frühstückseierlei. Und dann hätte ich gesagt, dass wir heute vielleicht dann uns mit Kendra und Sophia treffen können. Das ist ja Samstag. Dass wir dann so einen kleinen Familienausflug machen könnten. Vielleicht in eines der Schwimmbäder. Und das, ja, das würde ich eigentlich ganz cool finden. Und dann können sie ja auch direkt Kendra und Sophia sagen, dass es endlich geklappt hat und dass ein kleiner neuer Rhodes unterwegs ist. Ich meine, da sie ja sowieso vorhaben, sehr bald zu heiraten, würde ich sagen, dass das Kind dann trotzdem Rhodes heißen wird. Und, ich finde das richtig süß. Und Liberty ist jetzt auch endlich wieder glücklich. Die war ja die letzten Tage immer wieder sehr, sehr traurig, weil es einfach nicht klappen wollte. Und ich freue mich jetzt auch richtig. Ich muss auch, man hört an meiner Stimme, dass ich mich freue. Ich kann auch gar nicht sagen, ob ich jetzt lieber einen Jungen oder ein Mädchen hätte. Ich bin eigentlich mit beidem gleich glücklich. Und ich habe für ein Mädchen habe ich schon einen fertigen Namen. Okay, das passt irgendwie immer noch nicht, dass die hier ihre in der Spüle abwaschen. Ich werde da nochmal schauen, ob ich da vielleicht ein bisschen was umstellen kann, aber das mache ich jetzt nicht bei laufender Kamera. Das wird, glaube ich, so ein bisschen ungünstig. Wobei, wenn du schon hier bist, dann kannst du vielleicht auch gleich hier duschen. Und Jasper könnte dann, während du duschst, vielleicht mit Grover noch eine Runde joggen gehen. Und ich vermute nämlich mal, dass er auf die Toilette muss. Oder... Ich weiß nicht. Vermutlich muss er auf die Toilette. Und dann treffen wir uns, würde ich sagen, mit Kendra und Sophia zum Schwimmen. Aber ja, zuerst kümmern wir uns hier um Grover. Und zwar gehen wir eine Runde joggen. Jasper? Ach so, du musst dein Essen gar nicht aufessen. Hast du gar nicht so viel Hunger gehabt? Hm? Du isst nicht für zwei. dann... werfen wir das mal hier rein. Und... Wow. Okay. Hier sieht es gerade ziemlich extrem wild aus. Und wow. Liberty, wie schwanger bist du denn? Dein zweites Trimester fängt ja erst in 4 Tagen an. Aber du siehst aus wie hochschwanger. Oder ich meine, ja, der Pony trägt auch ein bisschen auf. Nun gut. Ich würde sagen, wir starten eine kleine Grippenversammlung. Und zwar im Schwimmbad und dort können wir dann Kendra und Sophia von unserem Babyglück erzählen. Oh, ein kleiner Jasper. Und zwar hätte ich gedacht, wir gehen hier Windenburg Water Park. Wie man sich vielleicht denken kann. Also, so. Ach, Sophia kennst du ja kaum. Du musst dringend mehr mit Sophia reden. Ich habe nämlich das Windenburg Schwimmbad absolut ersetzt gegen einen richtig, richtig coolen Wasserpark, den ich in der Gallery runtergeladen habe. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube nicht, dass er Windenburg Waterpark heißt. Also dieses Windenburg habe ich dann, glaube ich, umbenannt.
Aber einfach mal Waterpark bei der Gallery eingeben und dann kommen dann richtig, richtig coole Schwimmbäder. So, und das hier ist eben in Windenburg und ich finde das so hübsch. So, ich würde auch sagen, dass ihr vielleicht dann, also wir starten bei der, wir starten in der Gruppenversammlung. Hat die Gruppenversammlung jetzt gestartet? Ja. Und dann werft ihr euch vielleicht auch mal in eure Schwimmkleidung. Bis deine geladen hat. Das dürfte eigentlich dieses Nein nicht mal. Wow, wie viele Outfits habe ich dir denn gegeben? Oh, du gehst mit Sophia im Partnerlook. Das ist ja süß. Yes. Und du könntest dann auch mal deine Schwimmklamotten anziehen. So. Ah, Jasper ist schon ein hübsches Ding. Oh. Und irgendwie greifst du dir in den Bauch. So, ich würde mal sagen, dass wir vielleicht alle zusammen, ich weiß gerade nicht, wo geht man denn da am besten hin? Vielleicht alle zusammen mal hier hingehen. Und wenn ich jetzt hier alles hochblende, seht ihr diese richtig, richtig, richtig coole Wasserrutsche. Also natürlich kann man die nicht richtig verwenden, da ist einfach so ein bisschen mit den Dächern rumgespielt worden. Aber es macht optisch einfach so, so viel her. So, jetzt seid ihr mal alle hier angekommen und dann könntest du vielleicht Kendra die große Neuigkeit erzählen. Und ich glaube, Kendra freut sich richtig darauf, Tante zu werden. Oder? Ja! Oh, boom! Und dann könntest du so ein bisschen tratschen und Tag verschönern. Und vielleicht dich auch hier hinsetzen, dann ist das deine Liege. Ja, dass ihr das so theoretisch besetzt habt und ja, so ein bisschen mehr Freundschaft wieder mit Kendra aufbauen, denn das hat man ja anscheinend ein bisschen vernachlässigt. Und, oh, ich muss sagen, sie sieht so süß aus. Mit ihrem gelben Badeanzug und ihr zwei quatscht hier auch, aber irgendwie ist euch, was ist denn los? Unbehaglicher Sozialkontakt und du bist eifersüchtig auf deine kleine Schwester. Na toll. Du könntest dann vielleicht aber auch mal hier hingehen und einen Sprung ins Pool machen. Oder was machst du? Eifersüchtig sein. Jasper, jetzt beruhig dich mal. Sie redet mit deiner kleinen Schwester. Probier mal einen Rückwärtssalto. Ich glaube, du kannst sowas richtig gut. So, und die gehen jetzt auch alle ins Pool. Du könntest dann hier vielleicht hier hinschwimmen, also eine Runde schwimmen gehen. Ich finde das nett, dass Schwangere wenigstens schwimmen können. Also nein, Runden schwimmen kann sie nicht machen. Sie muss dann wirklich überall extra hinschwimmen. Und Sophia badet nackt und Jasper ist irgendwie in ihr. Hä? Okay. Was hast du hier? Sprungprofi. Ja, Jasper ist ja auch richtig sportlich. Da würde ich sagen, Jasper könnte hier im wundervollen Pool ein paar Runden schwimmen. Verspielt herumschwimmen, genau. Und du könntest vielleicht mit unserer nackten Sophia hier reden. Wobei, da wird Jasper vermutlich eifersüchtig sein, von neuer Show schwärmen. Und dass ihr einfach einen schönen gemeinsamen Nachmittag hier am Pool verbringt, das würde ich eben schön finden. Vor allem, weil der Pool eben wirklich ein richtig tolles Ausflugsziel ist für einen Familienausflug und Tag, so über bestimmte Stimmung reden. Und ja, ach ja, stimmt, da habe ich mich gar nicht drauf eingegangen. Habe ich nämlich selbst schon ein bisschen hier, dass ich das gemacht habe für mich. Kendra hat auch eine neue Haarfarbe bekommen. Ich habe mir schon lange überlegt, dass ich ihr vielleicht eine neue Haarfarbe gebe. Und ja, ich finde, die steht ihr einfach richtig, richtig gut. Aber das war's dann jetzt eigentlich auch schon wieder von mir. Die Folge ist leider vorbei. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin, ciao!